Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Runde Red Dead Redemption 2. Ja, wir hatten das letzte Mal hier aufgehört. Wir schauen jetzt einfach mal hier weiter, was wir noch so finden. Also zumindest mal gemahlener Kaffee, sehr schön. Dosengemüse. Kekse kann ich nicht nehmen. Die Kekse auch nicht. Was haben wir denn sonst noch? Dosengemüse, das können wir nehmen. Wir brüllen schon wieder die bei Pipi. Viecher. Und wir haben letztens noch so lange danach gesucht. Das ist echt der Hammer. Oh, finden wir hier was Schönes drin. Guter Brandy. Goldene Taschenuhr kann ich nicht nehmen. Ja, super. Aber eine Geldscheinklammer, die können wir nehmen. $10 immerhin. Aha. Oh. Obwohl. Ne, die goldene Taschenuhr kann ich nicht nehmen, so wie es aussieht. Davon habe ich zu viele. Ah ja. Wusste gar nicht, dass man von goldenen Taschenuhren zu viele haben kann. Aber okay. Pflanzenköder. Und dann noch Raubtierköder, okay. Bank durchsuchen. Kann ich die Angel mitnehmen, bitte? Jetzt habe ich so umgeschmissen. Ich hätte gern eine der Angeln. Scheiße. Na, die kann ich wohl nicht mitnehmen. Schade. Das ist blöd. Naja, gut. Kann man wohl nichts machen. Also ich hätte schon eine der Angeln gern mitgenommen. Kann hier wenigstens ein Boot fahren. Ja. Anscheinend auch nicht. Oh, ich stinke. Nein, ihr wisst schon, was ich meine. So, komm. Wir baden. Wäre auch zu schön gewesen, wenn man da hätte, weiß ich nicht. Zigarettenbild, okay. Okay, nicht, ja, okay. Eine Angel mitnehmen können. Zwei von zwölf, okay. Ich könnte gerade heulen, ne? Gut, das ist aber auch nur... ein ganz normaler Bulle gewesen. So, ich würde jetzt auf jeden Fall gerne in unser Lager zurück. Erstmal... dann müssen wir gucken, dass wir zum Heler kommen. Weil wir müssen ein bisschen was. Ernsthaft? Hä? Okay, das Schwert kommt jetzt auch so mit. Das finde ich gut, ja. Ich weiß noch nicht, wer das ist.
Ja, wir können ja mal gucken gehen, notfalls. I hope you ain't looking for gold, partner. I ain't seen so much as a fleck round here. All right, here we go. Here we go. Hey, give me some goddamn space here, will you? Just curious is all. No need to get rattled. Hmm. Well, that sure looks like another pile of shit crumbs, don't it? Mm-hmm. Let's give it some of the magic touch. Come on now. Yeah. Something. Anything. I'll take a cigarette butt at this point. Hmm. I'm being nice to you, so be nice to me. Will er von mir? Bin doch nett. Wait a damn second. Look at this. Oh, who's got gold? Who's got gold? Woo-hee, I got some gold. Well, look at look at this, baby. You found me some gold. Why don't you hand it right over? Get away from me, you damn lunatic. Alter. So lieb zu ihm und habe gesagt, er soll es mir geben. Wollte ihn ja nicht umlegen. Er ist leider ertrunken. Gar nichts machen. Hey, yeah, yeah, yeah. Okay, girl. Warte, ich könnte meine Kleine hier mal ein bisschen füttern. Mit Möhre, was ich Hafer, Mais, Apfel, Pfirsich, Würfel. Himbeere, wilde Möhre. Guck mal, wilde Möhre ist der Hammer für die Pferde. Schon ein bisschen fies, was wir hier machen, ne? Wir warten, bis er Gold gefunden hat und legen ihn dann um. War mit Sicherheit aber des Öfteren im Wilden Westen so. Hier Karabiner, Springfield-Gewehr. Ernsthaft? Wo ist das Vieh hin? Ein bisschen weiter. Wo ist er? Mein Armer. Tut mir echt leid. Das hat mir echt leid getan.
allem, was der für ein Riesengeweih hat, das ist ja der Hammer. Perfekt. Weißt du was? Weißt du, dass mein Pferd mir immer folgt? Wir nehmen das hier einfach mal. Come on. Ja. Sollten dem Armen hier aber auch mal was geben. Easy, girl. Guckst du wunderbar. Jetzt haben wir zwei perfekte Pitties. Bei Pittifelde. Wir speichern nochmal für den Fall eines Raubes. Und jetzt gucken wir einfach erstmal, dass wir nach Hause kommen hier. Ja. Weil wir müssen danach zum Hehler. Und wir müssen danach gucken, dass wir endlich unsere Kopfgelder bezahlen. Ja, es ist ein Glück, dass ich schon zwei Wapiti-Fälle habe. Sonst hätte ich dich vielleicht auch noch erschossen. Und man kann ja nur leider pro Pferd eins nur mitnehmen. Deshalb... Kurz, ich könnte im Übrigen. Wir nehmen ein Großwildfleisch. Ja. Damit haben wir eigentlich auch fast alles voll. Also, jetzt, wie gesagt, erstmal zum Lager. Ach du Scheiße. Wir wollen jetzt noch ein paar hundert Wölfe kommen. Easy there, girl. Easy, girl. Alles gut. Let's get you looking good.
Dass jetzt aber so viele Wölfe kamen, das war jetzt... fünf Stück, das war jetzt echt ein bisschen... Hammer, finde ich. Take long, girl. Aber gut, es hat trotzdem funktioniert. Schlecht, ja, schlecht ist immer, kann ich auch nicht für. Yep, yep, yep. Let's get here. Das war, würde ich mal sagen, ein größeres Rudel. Zwar alles nur schlecht, weil wir irgendwie so oft draufballern mussten, aber ja, dann ist es halt so. Dann wird die Kirche irgendwo. Oh, da liegen noch zwei. Wieder ist verwest. In der kurzen Zeit jetzt schon. Was? Die wollen mich doch verarschen. Genau, verwest. Mhm. Alright, girl. Den habe ich gerade erst erschossen gehabt, aber der ist verwest. Okay. Ja, wenn das Spiel das sagt, wird das wohl so sein. Das gibt zwar hier Verwesen oder so, das kann ich ja noch verstehen, aber... Ernsthaft? Come on, girl. Yep. Let's go, girl. Yep. Okay, wir reiten einfach weiter jetzt. Thank you.
Wollte keinen erschießen, der nicht, ne? Der Nickel vielleicht, aber das war's dann noch. Morgen. Arthur! Oh, my glad I found you. Arthur, they got Bill. What? Who has? Bountymen. I found their cam nearby. They got Bill tied up. I'm gonna go take care of it. Come on. No. Oh, sloppy Bill. Yeah, well. You coming? All right. Lead the way. So how'd you find him? Well... All right. You said he was going hunting? Yeah. Never returned. I was able to track them pretty easily. Only a matter of time before they decide to pick up camp and head for town to collect the bounty. Guess we're in sights again. When are we not, Arthur? Fair point. What'll Dutch do? Ain't for me to say. Now Bill'll like it, whatever it is. He's a problem. We all know it. Is that for me to say? I think it is, Arthur. Well, let's save his ass first. Worry about how to kick it later. Okay. Okay, we're getting close. There they are, on foot from here. Jetzt eigentlich noch speichern. Natürlich nicht. Scheiße. Stake out your position. Waldemar, bist du? Du wolltest hier bleiben, mein Pferd. Stay. Bleiben. Hey, you idiots ever hear of Dutch's boys? You're gonna pay for this. You have no idea what hell is coming your way. We're shaking in our boots. Idiot. I'm ready when you are, Arthur. I'm bored listening to this son of a bitch. Hey, let's take him into town and collect on the bounty. Get us some money. Won't be long before you'll be tucked up in a nice warm. Choke up! Oh! Oh! Jesus! I'll get the ropes. Come on, cut me loose. Thanks, Javier. I owe you for this. Well, I'm gonna head back to camp. Find a bottle
and nurse these bruises. Yeah. I'm headed to camp as well. Thanks, Arthur. What's next? So, das haben wir dann jetzt auch erledigt und dann geht es jetzt erstmal zurück ins Lager. Definitiv. Wir müssen jetzt erstmal die Sachen abladen, liefern. Danach würde ich sagen, klauen wir uns noch irgendwo eine Kutsche, bringen die weg und fahren dann nach... Wenn wir die Kutsche weggebracht haben, sind wir auch direkt beim Hehler. Mein Gott. Deutsch ist schwere Sprache, Deutsch ist da, wie meine Kinder sagen würden. So, ich könnte jetzt schon eine Kutsche nehmen, aber die bringt eh nichts. Ist schade eigentlich. Ja. Ich würde mal vermuten, von der Bahn angefahren oder so, weil er direkt an den Bahnschienen liegt. Nicht. Also zumindest im Moment nicht, weil irgendwie da ist ein schöner vielleicht. Na, wo ist er hin? Alter, die Kutsche. Ich passe das nicht, ja, war auch nur einer. Komm her, du gehst auch dran. How quickly you'll turn on your friends. No, it ain't like that. I only rode with them for a while. Yeah, you might have Dutch pool. So. Things they don't work like that. Listen.
Morning, Arthur. Morning, morning. So, spenden. Don't forget to go hunting, Mr. Morgan. Yeah, I hear you. Geruchstarnung, nein. Haupttierköder, nein. Pflanzentierköder, nein. Wapiti-Geweih, ja. Noch eins. Können wir alle 5 spenden. Die können wir auch alle 5 spenden. Bisonhorn. Well done, Mr. Morgan. Spenden, das geht auch alles weg. Schau mal hier. Hirschfell perfekt, beide. Wolfsfälle, alle. Drei. Schau mal hier. Wapitifell perfekte, 2. Das spenden, das Häschen spenden. Und ein Stinktierkadaver auch, okay. Jo, wir taken a look. So, dann gehen wir mal auf Verbesserung. Dann schauen wir jetzt mal. Tasche. Tasche 49 kann ich nehmen, das ist sehr schön. Hirschfell, ich brauche einen Dachspelz und ein Eichhörnchenfell. Panther. Ein Bisonfell. Aschbärfell. Biberfell, Hasenfell, tolle Wurst. Ja, ich brauch den Gabelbock da war. Pity-Geweih, das geht, das ist schön. Ridiculous. This is Dutch Vanderlyn and Hosea Matthews we're talking about. Wolfskadaver brauche ich. Gehabt. Eve little faith. Gabelbockkadaver, okay. Gabelbockkadaver. So, wir gehen jetzt mal eben irgendwo schnell und so mit Kutsche überfallen. Oh Quatsch, ich brauche mein Pferd. Kutsche überfallen, los jetzt. Gucken, kriegen wir irgendwo noch so den angezeigt? Ja, da. Auf zum Hehler. Goldbarren und sowas verkaufen. Danach irgendwo unsere Kopfgelder bezahlen. Ne, das geht gar nicht. Viel Kopfgeld, ey, das ist tödlich. Ich komme ja auch nirgendwo mehr rein oder so. Eigentlich sind die ja dann nicht alleine.
könnte aber jetzt mal, weißt du, was ich... Ja. Been a while since you were through here. All right, take a look. It's worth buying. I'll buy it. Okay. Come across a few of these myself. Oh, yes. People lose these all the time. Pick this up off the street, no doubt. Come across a few of these myself. Hey, get moving. All right. Oh,
damn it. Okay, always welcome. This must be an heirloom, huh? Oh, come on. So, also an Geld haben wir jetzt mindestens mehr als genug. Achso, ich brauche, bin ja schon weg. So, jetzt muss ich gerade mal gucken. Da ist eine Poststation. Da müssen wir jetzt ganz schnell hin, weil wir müssen ganz schnell unsere Kopfgelder bezahlen, sonst, haben wir ein Problem. Quite the bounty you acquired, ain't it? 460, das ist der Hammer. Must have been big trouble you made at that price. Good day to you. Okay, girl. So, wir haben alle unsere Kopfgelder bezahlt. Das heißt, wir müssten ja jetzt eigentlich wieder komplett frei sein. Ah, hier scheint auch alles wieder weg zu sein. Das ist sehr schön. Dann würde ich sagen, das ist mein anderes Pferd. Reiten wir wieder zurück. Gehen dann. Obwohl im Blackwater habe ich immer noch Kopfgeld. Ich glaube. Ja. Für Schweine hier. Erstmal plündern wir die Dame hier. So, und dann würde ich gerne, genau. Yep. Hammer, glaubst du es? Da willst du jemandem helfen? Du sollst schon wieder überfallen werden, das ist. Schweine hier. Am besten kriege ich dafür noch Kopfgeld oder so, das ist. That's cool, girl. Ja, weg hier. Slow up now.
Okay, then. Langsam echt. Ey, der nächste oder was? Das ist doch. Also ganz ehrlich, ich kriege hier bald einen Anfall. Wer nicht alles immer Zeuge von irgendwas ist, wenn. Ey, das. Tut mir ja leid für euch, aber Zeugen muss ich jetzt gerade mal eliminieren, weil irgendwie. I promise. Alter, lauf doch. Was machst du denn hier für einen Scheiß? War der falsche Scheiße. Ach Mann, ich lege hier gerade irgendwie alles um. Dabei war der überhaupt nicht von beteiligt oder so. Scheiße. Na. Schon wieder ich, ey, das ist doch nicht wahr. Klappe. So, Dille, wir sind schon wieder mal auf der Liste von keine Ahnung was. Irgendwie jedem Gesetzeshüter hier der Welt. Weil die immer direkt wissen, dass wir das sind. Und ich weiß bis heute nicht warum. So, wir reiten jetzt einfach mal weiter. Ich würde sagen, wow, wir gehen, ja super. Da kommen die nächsten Gesetzeshüter.
Ich wollte gerade sagen, wir reiten jetzt am besten erstmal bis dahin wieder. Ich weiß auch nicht, woher die immer wissen, dass wir das sind. Nächste Kopfgeld, was wir jetzt zahlen dürfen. Das ist doch für'n Arsch, echt. Eine Fahrkarte für immer weg aus dem Westen oder so. Ne, ich bin doch gar nicht drin. Damn it, I'm getting lost. You run real funny. You keep away till you learn yourself some manners. Ernsthaft, 130er Kopfgeld. You're paying it all off then. Good for you, I guess. Wird hier noch echt irgendwie, weiß ich nicht. All right, girl. Wir werden noch arm. Definitiv, wenn das so weitergeht. Ich jetzt irgendwas mache. Spiel speichern. Wir nehmen das mal. Weil ganz ehrlich, langsam nervt. Da. Ich will jetzt nur mal was schauen, wenn ich ganz ehrlich bin. Okay then, partner. What now? You hold up a second. Son of a bitch! Fast! No, stay right there. Get the hell away from me! Get down now! Let's go, girl. Okay, Mädel, jetzt hinterher. Jetzt machen wir einen Platz. Ich hab Faxen, Dicke. Woher die immer wissen, dass wir das sind oder ich das bin. Also ganz ehrlich, das ist langsam echt. Ich weiß es nicht. Das ist ganz merkwürdig, finde ich das. Warum macht das Ding auf, bevor ich gleich schon wieder schuldig bin hier? So, und jetzt Feierabend. Wird nichts mehr geklaut hier. Well, ain't this a lovely little thing. Deal. Here you go. So, was haben wir denn diesmal gekriegt? $40, okay. So, dann würde ich definitiv sagen, geht's zurück nach Hause. Obwohl, warte mal.
was lovely weather. Oh, ja. Was? Wenn er das überlebt haben, der will mich doch verarschen. Sorry. Heute. Girl, won't take long. Das war, glaube ich, eben noch mein Problem. Ich hatte gerade wieder mal das falsche Gewehr in der Hand. Shit. Ja, aber wir sind ja auf dem Weg nach Hause. Warte, ich nehme das jetzt mal hier. Hier wachsen gerade die Lager irgendwie. Können wir ja eigentlich schauen hier, ne? Ne, das ist wieder so ein Weißgedönse. Wir suchen einen Dingsbumsbuck. Der Weißwedel höre ich Bock, den wir brauchen, oder war das der andere? Ne, ich glaube der andere. Easy. Dem können wir es eigentlich auch versuchen. Wenn das jetzt nicht war, mal beim nächsten Mal den anderen. There we go. Aber den hatten wir jetzt wenigstens. Call it a day there, girl. Yeah. Ist der? Ein scheiß Stück weg, wenn ich ehrlich bin. Es dauert noch ein Stündchen, nee, kein Stündchen mehr, aber es dauert auf jeden Fall noch ein bisschen was hier in-game. Und ich habe keine Ahnung,
Teil überhaupt hier? Wir machen langsam Kleines. Oh la la la, nein, 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 nein. Geht es mir nur darum, wie nah unser Lager weg ist, oder weit, wie nah unser Lager weg ist, wie weit unser Lager weg ist. Weil, wenn es in der Nähe wäre, würde ich, wow, ich vielleicht sogar gucken, dass wir da irgendwie, wenn ich jetzt noch so einen Bock finden würde, würde ich den vielleicht sogar noch zu Fuß dahin tragen, aber ich glaube, das wäre nie so gut. So, jetzt haben wir noch die Möglichkeit, ich denke mal, muss ich wirklich zu Fuß laufen. Scheiße. Ja gut, eigentlich gut. Ja, es hat zwar funktioniert, dass wir jetzt doch beides irgendwie haben. Ich weiß noch nicht, ob wir einen Amerikaner, einen männlichen haben mussten oder einen weiblichen. Aber wir müssen jetzt ziemlich weit laufen. Das war ja das, was ich eben befürchtet habe. Well, nein. Das ist halt ein Stück bis nach Hause, ne? Auch eigentlich das, was ich verhindern wollte. Müssen mal gucken. Ich kriege mir unser Pferd noch ein bisschen rangepfiffen, das zweite. Wenn wir nah genug ran sind, ich hoffe es. Ansonsten müssen wir jetzt erstmal weiter gehen und warten, bis wir vollgeladen sind. Jetzt könnte es hinhauen. Unser zweites Pferd könnte kommen, wenn ich Glück habe. Weitpferd, sehr schön. Oh komm, abladen hier. Ab, genau. Yep, yep. Dann jetzt ab zum Lager. Geht's natürlich jetzt doch alles noch ein bisschen schneller, Gott sei Dank. Zwei Pferde anbinden, gucken, dass wir das Zeug noch verkauft kriegen und dann werden wir für heute, denke ich mal, Schluss machen. Alter, ich habe gerade gesagt, Pferd anbinden. Alter, ernsthaft? Oh, Pferd anbinden. So.
So. Bitte auch mal drehen hier. Wow, 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 wow. Bert, komm her bitte. Halt doch stehen. Ja, super. Ich verstehe gerade meine Pferde nicht, aber okay. So. Jetzt sind beide Pferde angebunden. Schauen jetzt nochmal, was wir da verkaufen können. Und dann würde ich sagen, war es das auch auf jeden Fall schon mal für heute. Ach Quatsch. Braucht doch, nein, er braucht erstmal die Spenden wahrscheinlich. So. Hirschfell, perfekt. Oh yes, I'll be able to make you something out of this. Hirschbockkadaver perfekt und Gabelbockkadaver perfekt. Let me see. Thank you, so. Hey, if you're struggling for space in your satchel, just bring me the right materials and I'll work something up for you. Dachs und Eichhörnchen brauche ich. Und ein Pantherfell, ja. Bison, Waschbär und Biberhase. Hier Wildschweinfälle perfekt. Lagertisch. Hatten wir also was. Guck mal, da funktioniert doch. Hauptlagerdings, keine Ahnung. Das nicht, das nicht, das nicht. It makes you feel a bit more like home. So, dann sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bleibt gesund bis zum nächsten Mal. Und ciao, sagt der Falli.